vom anderen Ende der Welt auf Besuch in Burg Stargard. Eine Delegation des chinesischen Astronautenzentrums auf Besichtigungstour in der Höhenburg. Begleitet von Organisatoren, Sponsoren und Teilnehmern der 33. Norddeutschen Raumfahrttage in Neubrandenburg. Besonders im Fokus der Kosmonaut oder wie es in China heißt, Taikonaut, Chen Dong. Fast genau vor einem Jahr verbrachte er als Teil der 6. chinesischen bemannten Raumfahrtmission 33 Tage im All. Doch was will der Taikonaut nun in Burg Stargard? Der Grund ist ein berühmter Sohn der Stadt. Karl Rümker, der 1788 am Fuße des Burgbergs geborene Sohn eines Stadtrichters, hat sich international durch die Kartierung von Sternen und Berechnungen von Kometenlaufbahnen verdient gemacht. Nach ihm wurde ein Vulkanberg auf dem Mond benannt, der für die chinesische Raumfahrt in Zukunft von besonderem Interesse ist. Die Chinesen planen eine Mondmission. Sie wollen vom Mond Gestein holen. Und das Gestein wird genau dort geholt, wo dieser Vulkan auf dem Mond, der nach Rümker benannt worden ist, ist. Zufall, der für die Chinesen Anlass war, auch hierher zu kommen. Zwar hat Burg Stargard in Sachen Raumfahrt nur wenig zu bieten, dafür glänzt die Feste dank eines aktiven Burgvereins mit nachempfundenem mittelalterlichem Brauchtum. Für Chinesen ist das europäische Mittelalter mindestens genauso fremdländisch wie für den Europäer chinesische Kaiserpaläste und Daoismus. Da sind es die mittelalterlichen Tänze durchaus wert, in Bild und Ton festgehalten und als digitale Erinnerung mit nach Hause genommen zu werden. Wenn Morgenland auf Abendland trifft, entsteht stets beiderseitige Faszination. Vom Grund des Besuchs selbst, Karl Rümker, ist in Burg Stargard nichts mehr zu finden. Solch ein Besuch bietet daher guten Anlass, das zu ändern. Der Mann, der in Hamburg, England und Australien als Astronom seine Spuren hinterließ, soll nun auch in seiner Geburtsstadt Erwähnung finden. Wir haben uns ja selbst ein Stück weit überrascht gezeigt, sag ich mal so, dass wir doch so eine bekannte Persönlichkeit, so einen bekannten Astronomen hier in Burg Stargard als Sohn der Stadt haben und sind da eigentlich auch ein Stück weit stolz drauf und freuen uns, dass er im Prinzip ja weltweit quasi sein Werk geschaffen hat und Bekanntheit erlangt hat. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, machen wir eine kleine Informationstafel, eine Gedenktafel und wollen ihm so auch ein Stück weit eine Ehre zukommen lassen. Untermalt von galaktischen Klängen wurde die neue Stele gemeinsam mit den Gästen aus China am Heilig-Geist-Hospital, dem ältesten weltlichen Gebäude der Stadt, enthüllt. Es soll ein Startschuss sein, um auf diesem Wege weitere bedeutende Töchter und Söhne der Stadt zu ehren. Für den Start der chinesischen Mondmission erging ein frommer Wunsch an die Gäste. Wenn sie mit Mondgestein vom Rümkerschen Vulkanberg zurückkehren, ob man dann nicht ein paar Brocken nach Burg Stargard schicken könnte. Vielleicht ein neues Ziel für die chinesische